Das Teleintensivmedizinprojekt, das wir gemeinsam mit der Uniklinik Tübingen und unserem Partner der Zollernalbklinik machen, geht es darum, Intensivstationen telemedizinisch zu betreuen. Der Schwerpunkt liegt dort in einer Versorgung, die für eine Uniklinik beratender Art und Weise einem normalen Krankenhaus zur Verfügung gestellt wird. Dazu braucht es eine digitale Lösung, die können wir bieten. Schwerpunkt ist dort zum einen natürlich das Webbasierte, was einen leichten technischen Zugang zu der Lösung ermöglicht, und auf der anderen Seite die DSGVO-konforme Unterstützung, fallspezifisch und rollenspezifisch genau nur das zu sehen, was der Konsilarzt auch sehen darf und soll. Und dazu auch zu antworten. Und das Ganze auch noch temporär eingeschränkt, das heißt nur für den Bereich oder für den Zeitraum der Konsilerteilung hat der Arzt den Zugriff auf diese Daten eines anderen Kliniken. Und diesen Mechanismus unterstützt MPDMS komplett. Wichtig dafür ist, oder ein wesentlicher Vorteil dafür ist, dass in Zukunft Spezialisten nicht mehr im Klinikum vor Ort sein müssen, sondern eben remote den vor Ort ansässigen Intensivarzt unterstützen können und ihm bei seiner täglichen Routine helfen können. DEMEA, Connecting Digital Health.